Aktuell stehe ich hier in einem Milchviehbestand, der eine Jahresliterleistung von ca. 10.000 Liter pro Kuh und Jahr hat. Die Sendung Plus Minus hat gestern Kühe gezeigt, die Kühe gesundheitlich ausgebeutet haben. Hier in diesem Bestand und in ganz vielen anderen Beständen haben gerade diese Tiere, die hohe Leistung haben, eine hervorragende Gesundheit gepaart mit einer Top-Betreuung und einem sehr guten Futter. Oder meint ihr, der FC Bayern versorgt seine Hochleistungssportler schlecht, um von ihnen Leistung zu bekommen? Mich würde interessieren, wie Plus Minus oder die ARD zu einer solchen Falschdarstellung kommen. Welche Kühe wurden denn hier zur Grundlage genommen, um Meinungen zu beeinflussen oder Zuschauerquoten zu bekommen? Fragt doch mal bei euren regionalen Bauern nach.